Es war wohl die schneeglatte Fahrbahn, die einer 19-jährigen Skoda-Fahrerin aus dem Weimarer Land am Mittwochmorgen zum Verhängnis wurde. Aus Richtung Blankenhain kommend kam sie nach einer Linkskurve in Richtung Kessler ins Rutschen und steuerte auf die Gegenfahrbahn. Die ihr entgegenkommende Subaru-Fahrerin konnte nichts mehr tun, außer zu bremsen. Dann krachte es auch schon. Mit großer Wucht schleuderte der Skoda die angrenzende Böschung herunter, überschlug sich und kam auf dem Feld zum Stehen. Wir wussten nicht, ob Personen eingeklemmt sind, deshalb sind wir mit zwei Fahrzeugen angerückt, mit dem RW und LF10. Bei Ankunft des RW war die verletzte Person durch den Rettungsdienst schon geborgen. Man kann von Glück sprechen, dass die Subaru-Fahrerin nur wenige Minuten vor dem Unfall ihr Kind im Kesslerer Kindergarten abgesetzt hatte. So war der Kindersitz im Fond leer. Die Skoda-Fahrerin kam schwer verletzt in das Bad Berkaer Klinikum und für die Feuerwehr hieß es anschließend aufräumen. Immer wieder rät die Feuerwehr dazu, dass die Straßenverhältnisse nicht zu unterschätzen sind, gerade auch am Morgen. Die Straßen sind gefroren an manchen Stellen noch, auch wenn der Winterdienst durchgefahren ist. Wirklich sehr bedacht fahren. Manchmal ist die Straße frei und dann kommen Stellen, wo es gefroren ist und dann passieren eben solche Unfälle. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Straße zeitweise voll gesperrt.